treffe heute Melissa und ich sehe sie gerade schon, die über die Straße rennen. Quasi. Hallo! Schön, dich endlich mal wieder zu sehen. Schön, dich wieder zu sehen. Das ist ja ungefähr 3 Millionen Jahre her. Ewig. Ne? Ich würde gerne sagen, willkommen in meiner Hut, aber es ist ja auch deine Hut. Wir sind ja beide hier quasi zu Hause. Wir sagen natürlich nicht ganz genau, wo wir hier gerade sind. Und du möchtest mir jetzt hier ein paar kleine Orte zeigen. Nicht nur hier, sondern später auch noch an einem anderen Ort. Ja, aber wir verraten noch nicht so viel. Nein, wir verraten noch nicht so viel. Wir laufen jetzt erstmal hier ein bisschen runter. Wie man sieht, es war gerade Weihnachten. Ne? Diese Weihnachtsbäume werden noch bis März hier rumliegen. Auf jeden Fall. Ich werde sie einfach irgendwann wieder anfangen zu schmücken. Und mein Hund pinkelt jeden einzelnen dieser Bäume an. Also ich glaube, dass wirklich jeder einzelne Baum schon von meinem Hund hier markiert wurde. Lass sie ruhig noch ein bisschen. Ist kein Problem. Er freut sich. Lass sie doch noch stehen, ja. Und ich finde, es verschönert ja auch irgendwie diese graue kleine Ecke. So ist es. Ich würde sagen, hier gehen wir jetzt einmal ganz spontan rein. Wir kennen den Laden auch beide gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Diesen schönen kleinen Bonzuch. Wie schön ist das hier. Schön warm vor allem, ne? Ah, und hier riecht es auch so gut. Ja, herrlich. Hallo. Herrlich, herrlich. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin hier schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen an dem Laden. Hab mir immer gedacht, hier müsste ich mal reingehen. Ich lustigerweise nicht. Oder? Auch. Das ist so ein kleiner, süßer Franzose. Riecht hier immer gut. Ja. Ja. Aber und, so richtig Zeit haben, verbracht habe ich hier noch nicht. Und wir haben eine kleine Auswahl, aber ich glaube eine sehr gute. Mhm. Ich würde sagen, wir setzen uns hin. Wir bestellen Kakao oder Glühwein. Keine Ahnung. Du bist noch im Glühweinstimmung. Oh, ich könnte jetzt echt, ne? Ja, ich also erst jetzt langsam im Januar auch mal Weihnachten. Ich bin jetzt erst im Januar. Bitte. Danke schön. Juhu, danke. Das ist so toll. Und bitte komm. Melissa? Nochmal ein Cheerio. Cheerio. Heute kein Glühwein. Übrigens, das ist für mich sehr komisch, die Interviewende zu sein. Ja, und das nicht wäre die, die meine normale allererste Frage gewesen. Ja, das ist jetzt schon total awkward. Es ist strange. Ja, ich möchte jetzt eigentlich das Gespräch anfangen und dir einfach mal ein paar Fragen stellen. Ja, ja, was mich auch interessiert, was du sonst so tust eigentlich in deinem Leben. Aber nee, ich genieße das heute mal, lehne mich zurück, frag. Ich frage dich, du kannst mir nachher auch gerne total viele Fragen stellen. Super gerne. So, erstmal hier die Quiche probieren, ne? Ja, ich habe die so groß angepriesen. Das ist einfach geil. Ja? Einfach richtig krass lecker. Ich darf doch auch nichts Falsches sagen. Wenn es nicht so wäre, dann dürfte ich ja auch nicht. Du so lecker. Das ist wirklich gut. Ist gut, ne? Ja. Aber es ist ja für dich, du bist ja Perserin. Mhm. Und eigentlich auf Diät gerade. Und eigentlich auf Diät, ja. Mhm. Oh. Jetzt noch Weihnachten. Ja, Weihnachten, ja. Schön. Aber das ist ja ein ganz untypisches Essen wahrscheinlich eigentlich für dich, ne? Als Perserin. Mhm. Du bist aber in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren und sehr, sehr stark in beiden Kulturen aufgewachsen. Meine Eltern haben zwar so komplett mir das Persische mitgegeben. Zu Hause wurde auch nur Persisch gesprochen. Also, bist du bilingual aufgezogen worden? Ja, ja. Sprichst du auch noch Persisch? Ja, total. Toll. Toll. Als ich angefangen habe, irgendwie in den Kindergarten zu gehen und nur noch Deutsch zu sprechen, kam ich nach Hause. Meine Mama hat sich die Ohren zugehalten, wenn ich Deutsch gesprochen habe. Meinte, hier zu Hause sprichst du kein Deutsch. Hier zu Hause. Wirklich, ich verstehe nicht, ich kann es nicht machen. Weil sie eben nicht wollte, weil es gibt, es passiert. Du fängst ist dann an. Ist das eine Stolzfrage dann auch? Das hat, glaube ich, gar nicht so viel mit Stolz zu tun gehabt, sondern meine Mama hat gemerkt, dass ich immer weniger Persisch gesprochen habe und immer mehr mich diesem Deutschen zugewandt habe. Du wolltest ja wahrscheinlich einfach auch dazugehören, du wolltest mit deinen Freundinnen irgendwie auf gleicher Stufe genau sozusagen das stehen, was natürlich Quatsch ist, weil bist du ja sowieso, aber irgendwo will man dann ja doch gleich sein, ne? Ja, ja, das ist was ja genau du jetzt das wahrscheinlich nicht mehr sein möchtest. Ja. Jetzt willst du wahrscheinlich das Gegenteil sein. Ja, das Ding. Ich bin vor allem in so einer Kleinstadt groß geworden, wo es nicht viele Ausländer gab. Mhm. Es gab nicht viele. Ich war in einem katholischen Kindergarten. Ich war in einer, ich würde mal sagen, sehr, sehr deutschen Schule, wo eben wirklich so, unsere Lehrer haben Bayerisch gesprochen. Also so, ne? Also eigentlich ist es krass, dass ich nicht bayerisch, also ich könnte es, tue ich aber nicht, ja? Aber deswegen war meine Mama so ein bisschen, sie hatte halt Angst, dass ich das Persische verlerne, was ja sehr schnell passieren kann. Und ich auch tatsächlich immer weniger Persisch gesprochen habe dann irgendwann. Deswegen meinte sie, nee, deswegen hat sie auch irgendwann dann angefangen, mich auf eine persische Schule auch zu schicken. Mhm. Einmal die Woche, samstags, damit ich auch lesen und schreiben lerne. Weil das konnte ich ja natürlich nicht, das ist auch schwierig. Aber super von deiner Mutter. Mhm. Richtig gut. Ich habe es halt nicht so lange durchgezogen, ich habe das dann irgendwie 1-2 Jahre lang gemacht. Kann es auch noch, weil ich das nie richtig aufgegeben habe. Es kann es jetzt nicht so gut. Ich kann halt lesen und schreiben auf Persisch so wie hier ein
Zweit- oder Drittklässler halt. Ja, wenigstens. Aber wenigstens. Und du sprichst die Sprache. Ich spreche sie direkt. Genau, das ist echt schön. Und, und sag mal, du hast gerade gesagt, die, der Ort, wo ihr da aufgewachsen oder wo du aufgewachsen bist, war doch eher ein Haar. Das war mein schön. Haar. Das war mein einfach Haar. Schön. Das war mein Haar. seid ihr da angeeckt damals? Als ihr in tatsächlich, tatsächlich nicht wirklich, nein. Das war damals echt ganz schön, weil ich kann es jetzt natürlich so nicht sagen, weil ich bin da geboren und aufgewachsen und als ich da irgendwann dann auch das alles realisiert habe, waren wir ja schon komplett angekommen. So, ne? Meine Eltern haben beide gearbeitet und es war alles schon, wir waren super integriert. Was ich aber von Erzählungen auch von meinen Eltern weiß, ist, dass die damals total viel Unterstützung bekommen haben. Von so einem, der nennt sich Arbeitskreis Asyl. Mhm. Das waren damals so 4, 5 Ehepaare, einzelne, 2, 3 Frauen, mit denen meine Mama bis heute noch befreundet ist. Und meine Mama heute noch, also jetzt auch denen hilft, eben Flüchtlingen und so hier anzukommen, wenn die irgendwelche Toll. Behördengänge haben und sowas, genau. Weil meiner Mama eben und meinem Papa damals geholfen wurde, haben sie das eben jetzt, geben sie das zurück, ne? Toll. Und ich kann mich noch eben noch auch erinnern, wie wir damals, weil wir ja schon angekommen waren und meine Eltern ja schon integriert waren und gearbeitet haben und alles. Meine Mama hat ein Auto, die hat mich und meine Schwester damals mit ins Auto. Wir sind dann, da gab es da so wie so Baracken, Flüchtlingsheime, wo eben ganz neun Flüchtlinge damals ankamen, wo wir dann dahin sind, meine Mama die Kinder mit eingepackt hat, uns irgendwie ins Freibad gebracht hat und so Zeug. Das war echt ganz cool. Das, also toll, dass es gerade auch irgendwie in so kleineren Orten, nicht nur in Großstädten angeboten wird und dass man da irgendwie, dass ihr da abgeholt wurdet. Ja, und muss ich ganz ehrlich sagen. Und da nicht so alleine auf sich gestellt war, ne? Ja. Schön. Ja. Weißt du, wie die Initiative jetzt heißt? Und die heißt immer noch Arbeitskreis Asyl. Das schön. Ist in Dachau, wo wir quasi groß geworden sind. Toll. Mhm. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Sehr, sehr schön. Und sag mal, du bist dann mit 13 das erste Mal zurück in deine Heimat, in den Iran gegangen, stimmt's? Ja. Und hast da... Überhaupt das erste Mal. Ich war ja noch nie vorher da. Gar nicht. Du hast, glaube ich, mit 13 auch erst deinen deutschen Pass tatsächlich bekommen, stimmt's? Und bist dann in den Iran zu deiner Familie und hast dann da festgestellt, eine riesengroße Familie. Genau, das war's. Und das ist sehr überwältigend. Wie war das? Das verrückt. Krass gewesen, du kommst da an am Flughafen und hast halt klar von deinen ganzen Erzählungen, was Mama und Papa erzählen. Mama hat 4 Brüder, Papa hat 4 Brüder, hat 2 Schwestern. Die haben natürlich alle Kinder. Also, du hast irgendwie 1 Million Cousins und Cousinen. Du hast zigtausend Tanten und Onkel, keine Ahnung, alle noch nie gesehen, ne? Kommst du am Flughafen an, die kommen alle auf dich zu, die heulen, die umarmen dich, du bist völlig überwältigt. Ich habe das Klima erstmal nicht vertragen im Iran und war dann nach 3 Tagen erstmal im Krankenhaus für eine Woche. Nein. Und Hitzeschlag. Nee, irgendwas habe ich nicht vertragen. Ich hatte irgendein Bakterium damals und hing dann da wirklich am Tropf eine Woche lang. Irgendwie so 7 Infusionen in der Stunde, so völlig Banane. Und dann habe ich erstmal alle im Krankenhaus halt auch kennengelernt. Ne? Kamen erstmal alle mit Blumen und. Aber das ist ja völlig Overload an allem, oder? Bescheuert, wirklich. Super. Aber wir waren ja irgendwie echt länger da und dann geht's halt los. Ne? Dann, wenn du dann in so einem Land bist, dann wirst du erstmal. Musst du erstmal überall hin, die wollen ich ja natürlich erstmal alle sehen. Gehst und vorführen. Natürlich. Gehst du erstmal zu der einen Tante, dann musst du zu der anderen Tante, dann wird die andere Tante beleidigt, dass du nicht bei ihr zu Hause warst, dann musst du, und du musst auch überall essen. Sozialstress nennt man das auch, so, ne? Sozialstress, ja. Einfach Sozialstress. Ja. Aber es ist doch auch wunderschön, einfach festzustellen, wo gewisse Charakterzüge herkommen an einem selber, oder? Total. Warum man vielleicht so ist, warum man vielleicht ein bisschen lauter, warum man vielleicht ein bisschen extremer in manchen Situationen oder emotionaler, impulsiver, was auch immer ist. Und sag mal, du bist ja jetzt hier. Du bist ja Moderatorin, Sängerin. Ach, nicht mehr wirklich. Naja, also du hattest eine eigene Band. Ich habe mitgesungen in einer Band, ja. Charlie Bravo. Hm? In Münchner Zeiten damals. Da bist du dann rausgegangen und hast dich warst bei dem Kindersender Joyce. Genau, das war so ein. Ne? War kein Kindersender, das war so ein Musik-Jugend. Ah, ja, genau. Musik-Jugendsender. War so eine kleine Art. MTV Viva neu aufzublühen zu lassen. Aber irgendwie so ein bisschen in eine Neuzeit angekommen mit Social, interaktiv. Wir waren sehr auch im Internet vertreten. Man konnte Fernsehen und Internet gleichzeitig mitchatten, hier, da, dort. Das war alles sehr verrückt. Aber cool. Also es hat mich auch... Waren so die Anfänger eigentlich, ne, von diesem interaktiven Fernsehen. Mhm. Erstens das und zweitens war das für mich eine super Schule. Ich hatte ja vorher jetzt nicht groß Moderationserfahrung. Ich hatte eine ganz kleine Sendung auf ProSieben online auch, weil ich damals
schon als Redakteurin da gearbeitet habe und so, hatte ich so eine kleine Web-Sendung mit zwei anderen Moderatoren zusammen. Zu Germany's Next Topmodel war das damals. Und das habe ich so 2-3 Monate gemacht. Das waren so meine ersten Erfahrungen in der Moderation. Und dann kam gleich Joyce. Das ist ein großes Ding, ne? Das war für mich insofern groß, weil ich einfach jeden Tag um 17 Uhr live moderiert habe. Eine Stunde lang live. Vor allem live ist live echt noch mal eine andere Nummer, als jetzt hier zusammensitzen. Ne? Und, da passieren dann auch Dinge, die du dann einfach auch nicht vorhersehen kannst. Ja. Wir sind unterwegs zum Fernsehsender Joyce. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar Joko Winterscheid. Ich werde bei Joko sein, ohne dass er das weiß. So, ist es so bequem bei uns? So weit. Oh, muckelig ist das hier. Muckelig ist das. Muckelig bei uns, ne? Ist ja auch ein Wohnzimmer. Ja, merkt man. Ihr war total unhöflich zu mir, der Raum war stickig, ich habe nichts zu trinken gekriegt. Ich habe nichts zu trinken gekriegt. Du benimmst dich wie die Axt im Wald. Und benimmst dich wie die Axt im Wald hier. Und wie würdest du das denn finden, wenn bei euch sich einer so benehmen würde? Wie würdest du es denn finden, wenn ich zu dir in die Sendung komme und mich so benehmen würde? So hat sich noch nie jemand aufgeführt. Ganz ehrlich, da war sogar Olli Pochernetter hier in der Sendung. Das habe ich gesehen, das war tatsächlich. Ich war ja schon immer so dieses... Ich wollte immer irgendwie auf die große Bühne. Ich war immer schon in der Schule immer die, die dann gesagt hat, nee, dann hatte ich halt lieber ein Referat. Also, kennst du die? So. Ja, ich war immer eher diejenige, ich stand da mit meinem Zettelchen und dachte, oh Gott, wie klasse. Ich mochte das schon immer. Das war, warum auch immer. Entweder, ich glaube, entweder hast du so ein kleines... So einen kleinen Exhibitionisten in dir, ja, und dann machst du das auch gerne. Die haben sich schon gedacht, dass das alles irgendwie in diese Richtung geht, ne? Also da kannst du auch, persische Eltern sind in der Regel, entweder wird mein Kind Arzt, Ingenieur oder Architekt. Das sagen sie dir dann wahrscheinlich auch, wenn du in die dritte Klasse kommst. Genau, das ist es. Das ist wirklich so. So als Kind sagen sie dir so, du bist halt Arzt. So, und denkst du so, nein. Ich kann halt kein Blut sehen, was willst du jetzt machen? So, ne? Ja. Aber eigentlich gibt es ja keine andere Wahl bei uns. Aber ist halt irgendwie so. Ich bin kein Ingenieur geworden, ich bin kein Arzt geworden. Aber aus dir ist was ganz anderes. Du bist eine tolle Supermoderatorin. Ich bin was anderes geworden. Aber die sind sehr zufrieden. Und die sind, die finden mich toll und das sind meine größten Fans. Ach süß. Also die unterstützen mich auch mit allem und so. Aber auch meine größten Kritiker. Also aber Mama, wie schön. Voll. Mama, das muss es aber auch geben. Ja. Das muss es geben. Muss es auch. Ich schätze das auch. Also ich schätze auch diese Ehrlichkeit, die wir so untereinander haben. Also wirklich so meine Mama, die ist auch so, die ruft mich an und sagt, Kind, du hast viel zu schnell geredet und du sahst nicht gut aus, mach das bitte nächstes Mal anders. Und dann ruft sie mich das nächste Mal an und sagt, heute war es super. Also toll, wirklich. Genau, und das ist eben, da weiß man, da kriegt man die richtige Kritik. Da muss man nicht 10 andere Leute anrufen und fragen, soll ich wie und da und überhaupt, sondern da weiß man, da kommt auf jeden Fall eine konstruktive und eine ehrliche Kritik. Total. Auch wenn es manchmal schmerzt. Es muss aber manchmal Mutter. Schmerzen. Es muss Mutter, manchmal tut das auch weh, wenn du so Kritik äußerst. So, es wird hier gerade sehr laut. Was man auch sagen muss, wir sind hier in einem Viertel. Wir sind hier in einem Viertel, wo sehr viele Kinder sind. Ja, ne? Jetzt wissen wahrscheinlich alle Berliner, wo wir uns aufhalten. Nichtsdestotrotz. Überall sind viele Kinder. Ich würde sagen, wir haben ja hier A, noch eine kleine Quiche vor uns liegen. Mhm. B, haben wir noch 2 andere Stationen. Mhm. Wir wollten ja noch bei deinem Lieblingsbäcker vorbei. Mhm. Falls er noch offen hat. Stimmt, der hat ganz lange offen. Und dann, jetzt können wir es ja verraten, nicht nur, dass du jetzt als nächstes ein super Coup gelandet hast, nämlich, dass du The Voice Kids moderierst. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Das ist ja wirklich, also das ist nochmal ein Next Step bei dir, ne? Mhm. Definitiv. Also, ich will jetzt nicht sagen dümpeln, aber ich bin ja schon jetzt seit 6 Jahren jetzt dabei. Und habe auch schon ganz viele tolle Projekte gehabt und mache auch echt viel so. Und bin auch ganz happy, ich habe einmal im Jahr mit Jochen Wendel zusammen diese Promi Big Brother Late Night Show, die ja super läuft, die inzwischen schon so ein bisschen Kultcharakter gekriegt hat. Und mit The Voice Kids ist das halt jetzt nochmal ein anderer Step. Es ist 2015, es ist ein Format, was ich persönlich auch wirklich super, super schön finde. Also ich habe mir das oft angeguckt und dachte mir, das ist echt... Es sind so talentierte Kinder, die das auch aus eigenem Willen so gerne machen. Ich habe das jetzt am eigenen Leib gespürt. Ich habe mich auch mit den Kindern unterhalten und alles. Und das sind so tolle Kinder dabei, wirklich. Ist es nicht auch in dieser Medienbranche einfach schön und erfrischend mit kleinen Wesen irgendwie so zu tun zu haben? Die so unverbraucht und so ehrlich und alles sind. Und die lieben das einfach. Die wollen unbedingt, die haben diesen ganz, ganz großen Traum, auf der Bühne zu stehen und da zu performen. Und, da irgendwie mit denen so kurz vorher irgendwie noch so
durchzuatmen und so. Das ist alles so toll mit denen. Voll schön. Ich finde, es passt auch total zu dir. Ich glaube, du kannst gut mit Kindern. Ja. Auch im Privaten? Ich habe eine Nichte und einen Neffen. Lieben sie dich? Wahrscheinlich. Ja, total. Hoffe ich. Wenn nicht, dann müsst ihr mir das per Brief mitteilen. Aber ich glaube, ja. Nee, schön. Ich freue mich für dich. Das ist echt eine... als ich es gehört habe, war ich so, geil. Mhm. Das war jetzt auch irgendwie dann auch an der Zeit, ne? Voll. Das war aber auch genau richtig gerade. Ja. Weil ich jetzt irgendwie... Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, klar ist es cool, wenn du so einen Schnellstart hinlegst, ne? Wenn du in die Branche reinkommst und nach ein paar Monaten kriegst du sofort irgendwie einen fetten Deal und bist irgendwie... Aber es ist selten. Erstens das und zweitens wäre ich, glaube ich, damals noch alles noch gar nicht so weit gewesen. Ich fühle mich jetzt mega wohl in dem, was ich mache. Ich fühle mich wohl mit mir selber. Ich werde jetzt auch älter, ich werde jetzt 30 und muss sagen, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Voll gut. Und es ist alles gerade irgendwie so, fühlt sich richtig an, ich fühle mich sicher, auch mit dem, was ich mache, mit meiner Arbeit. Geht immer natürlich weiter nach oben. Ne? Aber da ist es einfach gut, dass man so ein bisschen geduldiger ist und dass man Geduld dass man sich aus. Da dann lieber einmal mehr hinsetzt und wartet, als dass man sagt, ich muss und ich muss und ich muss und ich muss. Mhm. Was wir aber müssen ist, wir müssen jetzt hier mal langsam los. Dann machen wir das doch. Wir fahren jetzt zu dir in Sender. Mhm. Du hast ja auch neben dem, dass du The Voice moderierst, auch noch deine eigene Radiosendung.